Hier einfach nur durch. Wegen Fahrzeugschein und so. Der Fahrzeugschein ist am wichtigsten. Da kriegt man schon, kriegt man am meisten Geld. Alter, nee, das gibt's doch nicht. Das ist so ein verkackter Scheiß. Wegen einem Pixel. Wegen einem verschissenen Pixel einfach nur. Ja, genau, dein Gesicht. Nö, ich frag nicht. Ich frag gar nicht. Nö. Warum sollte ich? Ihr arbeitet alle gegen mich. Schön. Es ist sehr schön. Es ist schön, das zu wissen. Es ist echt schön, das zu wissen. Dass ihr alle gegen mich arbeitet. Echt alles richtig schön, was ihr gerade macht. Ist richtig, richtig genial. Voll genial. Ja, ich habe gewonnen, aber ich ärgere mich trotzdem. Das ist einfach. Ich kann trotzdem jetzt richtig kotzen gerade. Vor allen Dingen raste ich aus, wenn ich nicht seinen Fahrzeugschein kriege. Dann raste ich richtig aus. Dann raste ich richtig aus. Ist egal. 15.000 und 10.000 ist mir sowas von egal. Ne? Also ich habe 25.000 Geldprämie. Reicht mir. Das reicht mir. Mehr wäre sein Auto auch nicht wert gewesen. Izzy. Das Izzy. Hahaha. Dachwitz. Ja. Yeah. Denke 12 mit ihrem Mazda. Der Max, der ist da. Oh mein Gott. Damit du nicht nach Rosewood zurückfahren musst. Wäre sonst ein langer Weg, wenn die Cops hinter dir sind. Sei vorsichtig und lass dich nicht erwischen. Nee, alles gut. Alles gut. So. Was ich mal machen werde, ich würde mal TT ein bisschen auf Brezeln. Leistung ist ja doch ein bisschen mehr zu holen jetzt. Oh, 12.000. Eieiei. Bremsen. 5.000. Ja, es geht. Okay.
Alles super. Teile gibt's neue. Karosserie. Na. Sieht schon ganz gut aus. Lass ich mal. Bisschen so. Oh, Spoiler ist auch neu. Schön. 2000. Ja gut, kann ich machen. Oh, der ist geil, aber. Naja. Mich denen. Motorhauben gibt es auch neue. Ja, Carbon passt da nicht zu. Nämlich über den. Das ist gut. Das Bolle ist nicht neue. Dann würde ich das mal so lassen, so wie es ist. Aber Motorhaube kann man nichts machen, oder? Zahlen kann man auch. Och, ja, nee. Nee, das wird dann nicht passen. Scheibenfugen, Felgen, bla bla bla. Alles gut. So. Dann mal wieder nach Hause hier. So. Was sagt denn die Blacklist? Rennsiege 4. Also 4 Rennsiege seht ihr ja schon. 1, 2, 3, 4 müsste ich nur machen. Drag-Rennen. Die haben auch Drag-Rennen? Die haben Drag-Rennen. Entschuldigung, das muss ich immer ausprobieren. Ich weiß nämlich nicht genau, ob das... Ich weiß das nämlich... Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Aber ich mach das mal. Auch deswegen. Beim Drag musst du perfekt schalten. Den richtigen Schaltpunkt erwischst du, wenn der Schaltpfeil grün wird. Lenkt bei dem hohen Tempo im Drag-Rennen nicht zu stark. Tipp zum Spurwechsel nur kurz in die gewünschte Richtung. Setz dein Nitro zum richtigen Zeitpunkt ein, um dich vor die anderen Fahrer zu setzen. Wenn du in Führung bist, achte auf die Fahrer hinter dir und versuch sie auf ihrer Spur zu blockieren. Ja. Nein! Alter, ihr habt das gesehen. Ich habe so gut geschaltet immer. Das ist unfassbar. Einfach nur unfassbar.
Geh doch. Warum nicht gleich so? Mensch. Ist so leicht. Ist so ganz easy. Ja, holt ihr mehr als einen Wagen. Könnt ihr euch durchlesen. Ich mache nur mal da runter. Könnt ihr euch durchlesen? Ich mache es nicht. Weil ich das schon kenne. So. So, Wunderschlupf. Ja. So. Gut, dann machen wir noch ein Rennen. Oh, Mautstelle. Ja, ich will Mautstelle machen. Ich will einfach nur Mautstelle machen. Ja. Mautstelle ist gut. Bei Mautstelle kann man wenigstens chillen. Wenigstens ein bisschen. Achtung, Küstenbezirk. Wir haben mehrere Beschwerden über einen rücksichtslosen Fahrer erhalten. Er wurde zuletzt gesehen in südlicher Richtung auf der Chase Road. Kann sich bitte jemand auf den Weg dorthin machen? Ach ja, ich habe keinen 2-Status mehr, obwohl ich auch nur blau bin und alles so geblieben ist, außer Motorhaube und Heckspoiler. Dass sich das die Bullen merken können, ist ja unfassbar. BAM! Genau das wollte ich machen. Okay. Roger, kommen. Richtig reinfahren. Zentrale 1085. Wiederhole 1085. Richtig extrem reinfahren. Okay, verstanden, 13. Habe Bodeneinheiten für euch frei. Sind unterwegs zu euch. Weil das stört ja nicht. Zumindest mich nicht. Ich freue mich, wenn ich einen Bullen reinfahren kann. Ah. Wow. Was muss hier dann? Okay. Alles gut. Wow. Ja, ein bisschen Mieter dann machen, ne? Erbitte schnellstmöglich Lagebericht. Dein Gesicht ist ein Lagebericht. So. Oh, 20 Sekunden. 17 Sekunden, das ist auch gut. Ich hänge jetzt noch die Bullen ab. Und dann mache ich mal eine Aufnahmepause. Versuche ihn einzuholen. Nein! Ziel verloren. Sperrt alles ab. An alle Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Osten. Auf der Route 55. Absperrung erfolgt eng um das Zielgebiet. So. Verbleibende Einheiten innerhalb der Zone auf Straße gehen. Ich bin's, dein alter Kumpel Razor. Hab gehört, dass du wieder dabei bist. Hattest du einen schönen Urlaub, Tussi? Du scheinst ja auf Bestrafung zu stehen. Und danke für deine Karre. Wir sehen uns.
Wir sehen uns ganz sicher. Hey, ich hab mich mal umgehört und angeblich wette diese Mia ganz schöne Summen auf dich. Ich mag sie nicht. Sie hat auch ein echt langes Register. Die Cops beobachten sie also bestimmt. Halt dich lieber von ihr fern. Du bist ja nur neidisch, dass ich so eine richtig geile Tussi aufgerissen habe. Ne, Rock? Da bist du nur neidisch. So ist es. So. Ich gehe aber trotzdem erstmal zum Unterschlupf. Dann werde ich speichern. Und dann werde ich jetzt mal die Part beenden. Ne, also, auch wenn der Part jetzt ein bisschen kürzer ist, aber man muss ja auch irgendwann mal schlafen, würde ich mal sagen. Und wenn euch der Part gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren. Und sonst würde ich sagen, gehen wir mal in den Endscreen. Ja, wir haben das Auto ja leider nicht gekriegt und ja, ich hätte das Rennen noch mal machen können, natürlich, aber es geht mir ja nicht ums Auto, mir geht es ja ums Geld, wenn ich das Auto verkaufe, weißt du denn? Weil ich verkaufe die ja sowieso, weil hätte zwar, denke ich mal, einige traurig gemacht, das Auto zwar vielleicht das gekriegt hätte, dass ich das wieder verkauft hätte, aber es ist ja wahrscheinlich, denn es ist ja mit vielen Autos so, die man dann kriegt, die man dann auch verkauft. Es ist halt so, wenn man die dann verscherbelt und da, ja, weil man das Geld braucht einfach. Wie so eine Autohure einfach. Ich brauche das Geld, weißt du, dafür kaufe ich die Autos, weißt du. Ja, im nächsten, also ich muss heute noch aufnehmen. Das werde ich auch noch machen. Dann werde ich die Rennen weitermachen und ja, dann werden wir mal sehen, was wir da noch so machen können und mal schauen, was da noch so abgeht und ja, mit Daumen hoch und so habe ich ja schon gesagt. Der Subscribe-Button, der liegt ja schon auf der Straße, also der Abonnieren-Button, der liegt ja auf der Straße. Ne? Wenn man nichts verpassen will, einfach mal raufgehen. Ne? Und ja, sonst kann ich auch nicht mehr so viel zu sagen. War ein spannendes Rennen. Kann man machen und sonst würde ich sagen, ciao.